lassen, sie bei ihren Vorbereitungen zu stören. Und unser Mann für diese heiklen Fälle ist in diesem Fall eine Frau. Und zwar die frechste, mutigste und tapferste Kollegin. Ja, außer dir, Berit, wirklich. Danke. Ne? Die ich kenne. Ich übergebe jetzt mal an meine Korrespondentin in Florida, Miss Shireen Valentine. Hallo? Yes, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Bei euch ist es nämlich bestimmt irgendwie mitten in der Nacht. Hier ist noch heller Nachmittag. Und ich befinde mich hier übrigens in Orlando, Florida. Und in der Hand habe ich den Viva-Kometen für den Durchstarter des Jahres 1997. Die Nominierten habt ihr gerade eben gesehen. Und das ganz Besondere an diesem Award ist, ihr, unsere treuen Viva-Zuschauer, habt ihn gewählt, den Durchstarter. Und hier im Umschlag, Ladies and Gentlemen, habe ich jetzt den Gewinner. Und deswegen ziehe ich doch mal gerade die Karte raus und lese vor. Die Durchstarter des Jahres 1997 sind... Yes, die Backstreet Boys, yay! Bei euch ist ein großes Gekreische. Und übrigens, wir sind hier in geheimer Mission unterwegs, denn da vorne, hinter dieser Tür, ist der Proberaum von den Backstreet Boys. Und da gehen wir jetzt mal rein. Sie wissen von gar nichts, ich werde sie also quasi jetzt überraschen. Und da klopfe ich doch einfach mal an und gehen wir mal rein. This is the Comet Award, and this is for the top act of the year 1997, and it's you again, and millions and millions of people are watching you right now live in Cologne, because the Comet Award show is going on right now. So I'd like to hand over this award to you in the name of all your fans in Germany and Viva Television. Thank you, Viva, and thank you, all of our fans. We love you, and we'll see you soon on our open air tour. Definitely. And right now, to thank you, we want to do a little something a cappella. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me. Die neue Single von den Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Tja, jetzt haben sie noch eine kleine Überraschung, nämlich sie werden in geraumer Zeit irgendwann in Deutschland auftauchen und extra für Viva ein Unplugged-Konzert geben. Wann genau, das wird noch nicht verraten. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück an Tobi und Berit. Viel Spaß noch und trinkt nicht so viel. Bye-bye. Bis dann. Bye-bye.